Menschen, die introvertiert sind, werden häufig missverstanden. Selina Baltensberger lebt oft in ihrer eigenen Welt. Ihre Art wird von anderen als desinteressiert abgestempelt. Ruhe und Kraft findet sie in der Natur und beim Zeichnen. Philipp Kohli meint, er müsse als Pfarrer extrovertierter sein und vergleicht sich mit anderen. In der Auseinandersetzung mit sich selbst entdeckt er, dass seine Art ganz gut ist. Nathalie Seelinger liebt es, in Bücher und Geschichten einzutauchen. Als sie selbst zu viele Schicksalsschläge erlebt, entwickelt sich ihr eigenes Drama. Wunderbar introvertiert. Im Fenster zum Sonntag.